Hallo zusammen, heute zeige ich euch, wie man Marone im Backofen macht. Und alles, was ihr dazu im Prinzip nur braucht, ist einmal ein scharfes Messer, dann natürlich Maronen. Und ja, ansonsten braucht ihr im Prinzip nur einen Backofen. Zu den Maronen ist zu sagen, dass ihr darauf achten solltet, dass ihr dafür nicht zu viel Geld ausgibt. Ich habe gesehen, dass es da sehr starke Preisschwankungen gibt. Ich habe Maronen schon gesehen für 1,50 Euro pro 100 Gramm, genauso wie 3 Kilo für 3 Euro. Also da gibt es starke Preisunterschiede. Ich würde an eurer Stelle nicht mehr als 70 bis 80 Cent pro 100 Gramm ausgeben. Dann seid ihr auf jeden Fall bei einem guten Preis. Ja, und dann will ich euch noch zwei Maronen zeigen, so wie sie nicht aussehen sollten, wenn ihr sie kauft, beziehungsweise so sollten sie definitiv nicht in den Backofen. Und zwar die erste Marone, die habe ich hier. Diese sollte auch nicht so aussehen. Und zwar kann man diese hier eindrücken. Das kann man sehr gut sehen. Hier vielleicht an den Dellen jetzt hier an der Marone. Die lässt sich sehr leicht eindrücken. Das heißt, dass die Marone, die da drin ist, schon leicht verschrumpelt ist, sprich nicht mehr gut schmeckt, nicht mehr gut ist, und deswegen unbedingt vorher mal alles abtasten, was ihr kauft. Die ist jedenfalls nicht mehr gut. Und dann gibt es noch eine Art von Marone, die ihr nicht unbedingt in den Backofen tun sollt. Das ist diese Art hier. Und zwar, wie ihr hier sehen könnt, ist diese hier aufgerissen. Das ist schlecht, weil wenn ihr die dann in den Ofen tut, dann wird die definitiv an den Stellen hier, wo man schon, sage ich jetzt mal, das Fruchtfleisch von der Marone halt sieht, wird auf jeden Fall verbrennen und demnach nicht mehr schmecken. Ansonsten zeige ich euch jetzt im nächsten Schritt, wie ihr die Maronen für den Ofen vorbereitet, und bis gleich. So, als nächstes zeige ich euch jetzt, wie ihr die Marone fertig macht für den Ofen. Alles, was ihr dafür braucht, wie gesagt, ist ein spitzes Messer, ein scharfes Messer und halt eine Marone. Das ist ein bisschen schwierig, die Arbeit. Und zwar müsst ihr versuchen, die Marone so fest wie möglich in der Hand zu halten. Ich erreiche das durch diese Handstellung sehr gut. Und dann, ich halte das Messer jetzt so, um möglichst viel Gewalt über dieses Messer zu haben. Und dann ritze ich in diese Marone jetzt ein Kreuz rein. Das ist dafür da, dass einfach die Hitze des Ofens besser an die Marone drankommen kann, zum einen. Und zum anderen dient es dazu, dass ihr die Marone im Anschluss, wenn sie im Ofen war, damit ihr das Äußere gut abbekommt, damit ihr an das Innere der Marone drankommen könnt. So, ich zeige euch das jetzt mal, wie ich das mache. Also ich setze so an, drücke etwas und dann ziehe ich das hier hin. Da auf jeden Fall aufpassen, da ist leicht die Gefahr, dass man sich schneidet. Und deswegen gut festhalten die Marone. Und aufpassen. So, jetzt mache ich hier nochmal, auch nochmal einen Strich, einen Schnitt. So, mein Messer ist jetzt etwas tiefer in die Marone eingedrungen, ist nicht schlimm, muss aber nicht sein. So, jetzt haben wir hier ein sehr schönes Kreuz drin. Das wird uns dann nachher definitiv das erleichtern, die Marone dann, sag ich jetzt mal, zu pellen. So, das macht ihr jetzt mit allen diesen Maronen. Ich habe ja hier noch ein paar auf dem Tisch liegen, wie ihr sehen könnt. Das mache ich jetzt mit denen, dann kommen die für 20 Minuten bei 200 bis 220 Grad in den Ofen, und danach zeige ich euch nochmal, wie ihr die dann am besten pellen könnt. So, die Maronen sind jetzt aus dem Ofen gekommen und sehen jetzt so aus. Wie ihr sicherlich erkennen könnt, gibt es jetzt hier, ist die Marone leicht aufgeplatzt. Das ist genau an der Stelle, wo wir noch das Kreuz gemacht haben. Und hier bietet sich jetzt gut der Ansatz, wie ihr vielleicht seht, das Ganze hier so komplett so rauszutrennen, um dann die Kastanie komplett zu öffnen. Was ich euch vorher noch empfehlen würde, ist Folgendes. Und zwar seht ihr, hier ist die äußere Haut, die etwas dickere. Und hier drin seht ihr die etwas dünnere Haut. Die klebt meistens ein bisschen an der Kastanie. Das heißt, hier jetzt unter dieser etwas dickeren Schicht ist diese dünnere, eben beschriebene Haut, die meistens noch an der Kastanie klebt. Um dem Ganzen ein bisschen vorzubeugen, dass das alles einfacher geht, drückt ihr einfach ein bisschen so auf die Kastanie. Dann löst sich nämlich diese Haut anschließend sehr viel leichter, habe ich festgestellt. So, jetzt fange ich an, die Kastanie
komplett halt zu schälen. Und da sieht man auch schon, dass das sehr einfach geht. So, das ist echt Rekordzeit. Normalerweise braucht man echt ein bisschen länger, weil da irgendwas noch dran klebt. So sieht jetzt die fertige Marone aus. Ja, schmeckt gut, ist ziemlich günstig und gibt es jetzt zwischen Oktober und November in den Geschäften zu kaufen. Ja, kauft euch die einfach mal, probiert das mal aus. Ich finde es auf jeden Fall lecker als einen leckeren Snack zwischendurch. Ist ja auch nicht schwierig zu machen. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr probiert es einfach mal aus. Tschüss!